Die Motorsense muss aus sein. Ihr macht das auf eigenes Risiko. Wenn ihr es nicht hinbekommt, geht zum Stielfachhändler. Für alle, die noch dran sind, so geht's. Der Mähkopf hat zwei so kleine Einbuchtungen. Da drückt man rein und dann lässt sich ein Teil des Kopfes abnehmen. Die Spule lässt sich jetzt ganz einfach herausnehmen. Die Spule hat zwei so kleine Löcher, so Nasen, in die wird der Faden eingeführt. Und zwar folgendermaßen: den Faden einführen und in die entgegengesetzte Richtung den Faden langsam auf der Spule straff aufwickeln. Es gehen hier etwa 2,20 Meter Faden pro Seite auf die Spule. Wenn man langsam zum Ende kommt, dann bleibt ein kleiner Rest übrig. Den klemmt man an dieser Plastiknase hier fest und wendet sich der zweiten Seite zu. Auch hier einfach wieder aufwickeln und dann, wichtig, genau auf der gegenüberliegenden Seite den Faden verklemmen. Damit ist die Spule fertig zum Einsetzen. Wir haben hier die beiden Ausgänge für die Fadenenden. Wichtig, die sind unterschiedlich hoch, einmal für die untere und einmal für die obere Fadenlage. Zeigt die Bezeichnung nach oben, dann halten wir die Spule richtig. Also zuerst fädeln wir den unteren und dann den oberen Faden in den Kopf ein. Das ist ein bisschen ein Gepfriemel, aber es geht eigentlich ganz einfach. Und dann drücken wir die Spule nach unten, bis sie hörbar einrastet. Die Schnur lösen wir aus der Klemme. Die Spule lässt sich jetzt auch nicht mehr von Hand bewegen. Jetzt setzen wir den Deckel wieder auf, dazu passen wir ihn an und drücken ihn einfach nach unten, bis er einrastet. Kleiner Test zum Schluss: der Faden darf sich nicht von Hand herausziehen lassen. Wenn das so ist, dann haben wir alles richtig gemacht.